Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende war dann auch wieder der Schocker der Woche. Aber vorher noch was Kleines, ich habe ja gestern ein Video gemacht über Niantic gönnt nicht, Niantic klaut, beklaut Spieler, ne? Spieler reingeschrieben? Zuschauer? Nein, irgendwas. Niantic beklaut auf jeden Fall die Leute. Und es ging ja da um die Levelaufstiege, um die Freundschaftsaufstiege. Wenn man da bis zum C-Day wartet, dann alles vorher schön aufmacht, hin und her, dann das einfach beim Einloggen sich die ganzen Erfahrungspunkte mitnehmen möchte mit Glücksei. Und dass da viele gar nicht gezählt haben und erst einen Tag danach die Levelaufstiege angezeigt wurden und auch einen Tag danach, ich habe es heute auch wieder gehabt, am Sonntag war der C-Day, heute ist Mittwoch, selbst heute habe ich Meldungen bekommen, dass Simon aufgestiegen ist, dass Stickbombe aufgestiegen ist, keine Ahnung. Und alles natürlich ohne Glücksei, die aber definitiv am C-Day bei mir schon als Hyperfreunde drin waren, angezeigt wurden. Denn die haben alle geöffnet, ich habe alles geöffnet. Die waren auf 3 volle Freundessterne, Freundesherzen aus. Oder die besten waren bei 4 volle Punkte. Ich habe alle in der Liste nach dem C-Day nachgeguckt. Alle besten Freunde waren beste Freunde, alle Hyperfreunde sind Hyperfreunde geworden, wunderbar. Und trotzdem kommen heute immer noch Meldungen rein und das liegt im Endeffekt daran, ich habe jetzt nochmal genau geguckt, wenn ihr einen Hyperfreund bekommt und der ganz frisch ist, dann steht ja bis zu bester Freund sind es noch genau 60 Tage. Wenn ihr Hyperfreund seid, braucht ihr 60 Tage bis zum besten Freund. Heute, als zum Beispiel bei Stinkbombe war das glaube ich auch, die Meldung kam, wir sind aufgestiegen zu Hyperfreunde, habe ich geguckt, er hat heute nämlich das Geschenk aufgemacht, deswegen sind wir aufgestiegen, weil er heute das Geschenk aufgemacht hat, aber es stand dran, durch die heutige Interaktion, es sind noch 59 Tage, sprich, die 60 Tage waren durch die Interaktion am C-Day erreicht und trotz, dass es 3 Herzen angezeigt hat, hat es nicht die Punkte dazu gezählt. Jetzt hat er also nach den Hyperfreunden das nächste Geschenk geöffnet, das erste Geschenk nach Hyperfreunden und erst jetzt hat es durch dieses Geschenk die Punkte für Hyperfreunde dazu gezählt. Was schon ziemlich merkwürdig ist, kenne ich aber von anderen Personen auch schon. Letztens auch beim Raid bei Pupsi und Benny hat sie auch gesagt, ja bei mir ist das angezeigt, wir sind doch schon Hyperfreunde. Er hat gesagt, bei mir steht ein Tag oder so und dann hat er da aufgemacht und er hat dann die Punkte bekommen, sie aber nicht. Keine Ahnung, ziemlich merkwürdig auf jeden Fall. Woran das liegt, weiß ich jetzt selber nicht. Ob ihr das auch schon mal hattet, habt ihr Erfahrung damit, habt ihr das auch schon mal bemerkt? Schreibt es mal, wie gesagt, in die Kommentare. Gestern hat bei Facebook nämlich einer kommentiert und gesagt, Unfug! Nur weil der das nicht kennt, heißt es doch aber nicht, dass das Unfug ist. Ich verbreite hier doch keinen Gulasch. Wenn irgendwas ist, sage ich das und das ist auch so. Ich würde nie irgendwas sagen, nur für Klicks und Likes. Und deswegen, nein, das war wirklich so, also es hat mich natürlich sehr geärgert, da ich so viele diesmal für den C-Day gesammelt hatte und das alles irgendwie nach hinten losging. Mir wurde das alles angezeigt, die sind aufgestiegen, aber jetzt, einen Tag danach wird das dann erst gezählt, 2 Tage danach wird das erst gezählt, selbst 3 Tage danach wird das erst gezählt bei der nächsten Interaktion. Das verstehe ich nicht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Mal gucken, wie es beim nächsten C-Day ist. Bisher war das auf jeden Fall noch nie so, aber diesmal gab es da echt etliche Bugs, will ich mal dazu sagen. War auf jeden Fall komisch. Jetzt aber zu den Highlights der Woche natürlich. Raid am Mittwoch, es geht los. Angefangen hat die Woche mit einem, oh mein Gott, was ist das denn? Ist das nicht Adi? Sieht der nicht schön aus? Guckt den euch an mit seinen gelben, schimmernden, leuchtenden Augen. Keine Ahnung, wieso das hier drin ist. Das habe ich, glaube ich, irgendwo hin, wenn ich Leute erschrecken will, kann man das immer mal schicken und sagen, guck mal, meine Katze, und dann freuen die sich immer. Nein, aber angefangen hat die Woche auf jeden Fall beim Gabriel. Der hat nämlich einen Shiny bekommen aus einem Ei von mir. Hey Meister, folgendes habe ich aus dem Ei deines gestrigen Päckchens bekommen. Das ist richtig nice. Der hat nämlich hier einen Shiny gebrütet
Was bestimmt auch noch nicht jeder hat, sieht auf jeden Fall gut aus. Seht ihr auch hier, habe ich auch Folge gemacht, alle Baby-Shinies entwickeln. Sehr gute Sache auf jeden Fall. Dann der Wetter Markus, der ärgert mich auch immer. Der hat schon beim Terrakium ein 100er abgesahnt, wo ich neidisch drauf war. Das seht ihr hier auch, guten Rutsch. Ist nämlich schon ziemlich alt dann gewesen, das Gespräch. Aber er kam zurück und hat jetzt einfach mal ein 100%iges Heatran bekommen. Was schon krass genug ist, was auch schon, da bin ich schon wieder so neidisch drauf. Ich will auch ein 100er davon unbedingt, denn das ist einfach ein cooles Pokémon. Und nicht nur ein 100er, es ist sogar ein 100er Shiny Heatran. Also der hat sogar doppelt abkassiert hier. Richtig genial. Und dann haben wir vorbelastet, der hat hier ein Schneebedeck-Shiny bekommen. Während dem Event so viele angeklickt und jetzt einfach so random ein Shiny. So geht es vielen, deswegen, sobald die einmal im Spiel sind, könnt ihr die natürlich immer bekommen. Außer sie spawnen nicht oder es ist wie Makabaya, was wirklich nur an Halloween gespawnt ist. Aber eigentlich habt ihr danach Glück und die meisten kriegen ihre auch nach den aktuellen, nach den dazugehörigen Events, also es rennt nichts weg. Geduld ist wie immer eine Tugend. Kotbrot hat ein bisschen getauscht mit dem Fischi, der hat ja ein, keine Ahnung was das ist, also wie hoch von den IV, hat auf jeden Fall einen Glücksschein im Mewtwo bekommen. Sieht auf jeden Fall gut aus, vor allem auch der Angriffswert auf 15, das zieht man gerne mal hoch. Fischi hingegen hier mit einem Shiny Lucky Rayquaza. Da leider keine 15, trotzdem aber gute Werte mit 14, 14, 12. Zieht man natürlich auch gerne mal hoch. Jeder möchte ein Shiny Rayquaza in seiner Sammlung haben, was er auch hochziehen kann. Kenny hier, ein Partyhut-Waupel, gebrütet aus einem, eigentlich aus einem Zweierei, aber 17 Bonbons, das ist schon heftig. Aber da gab es ja, glaube ich, auch noch die doppelte Anzahl an Bonbons. Da kann man das natürlich mal mitnehmen. Habt ihr auch einen Partyhut-Waupel als Shiny bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann gingen die ganzen Bilder los wegen der großen Niantic-Bann-Welle. Da gibt es jetzt also schon offizielle, T-Shirts im Shop angeblich, wo ihr euch diese Red Warning auf, als T-Shirt anziehen könnt und damit angeben könnt. Richtig genial, könnt ihr natürlich kaufen hier T-Shirt mit der Red Warning drauf. War sehr amüsant, wir haben noch andere Bilder dann da drin, wo sich eben über diese RW, über die Red Warning lustig gemacht wurde. Sally Maus auch, juhui, auf dem großen Account, Shiny, Shiny Pichu mit Partyhut. Und ich muss ehrlich sagen, die waren wirklich wohl nicht so selten, denn so viele Leute haben einfach eins bekommen als Shiny mit Partyhut, obwohl Baby-Shinies ja eigentlich immer was ultra Seltenes sind und gerade jetzt, wo die im Event dann nur eine bestimmte Zeit da sind, ist der Druck natürlich groß, aber so viele haben einfach eins mitgenommen. Dann habe ich noch was gesehen, es ist einfach nicht mehr dasselbe, seitdem die Red Warning kam. Passender konnte es nicht sein, richtig genial, einfach zu der Situation, einfach hier ein Krebs, wie auch immer, sieht auf jeden Fall richtig genial aus, mit einer Zigarette, es ist einfach nicht mehr dasselbe, die Aussage, ich fand das so trocken. Oder auch hier, look guys, Red Warning, Community Day is weekend, catch a shiny Red Warning, da wurde sich schon drüber lustig gemacht, dass der nächste Community Day am Wochenende ein Red Warning Day ist und wer Glück hat, trifft sogar eine Shiny Red Warning an. Also, das ist genial, das wäre wirklich, sowas muss es mal geben. Fischi hat uns gezeigt, es spawnen gerade echt viele Entwicklungen, schon wieder ein Rex Blizzard, ist ja letztens schon öfters aufgetaucht, vorbelastet hier, Gönnung pur, Pizza und Ramses Video, der hat sich da schön gegönnt, wie er ja schreibt. Pizza und Ramses Video müsst ihr auch immer machen, auf jeden Fall. Wenigstens was, Nägelmon mit einem Shiny Pantimimi, was auch ultra selten ist, meiner Meinung nach. Pushner, was man nicht alles mit dem Ball fängt, gar nicht mitbekommen. Ein Shiny Kanivanya, also immer mit Go Plus auch arbeiten oder eben mit diesem Pokéball Plus. Der nimmt manchmal Sachen mit, da hättet ihr im Leben nicht mit gerechnet. Was haben Leute schon gesagt, gerade beim Aufräumen gefunden, da der Klicker hat wieder zugeschlagen. 100er dies, 100er das oder irgendwelche Shinies. Wenn man gerade mal nicht aktiv sein kann, das nebenbei laufen lassen, bringt öfters mal was. Auch Pokémone hier mit einem Shiny Burmi, männlich, rosa mit Trashmandel. Ist das Trash? Ja, das Pinge ist Trash. Dann gibt es ja noch Sand und Plant, also Pflanze, aber das war das dreschige Pokémon, auch hier mit einem Shiny Heatran. Leider kein 100er, trotzdem relativ gute Werte und auf jeden Fall besser als meine. Und schon wieder die Pokémon mit, auch mit der Ball gefangen. Bruder, hast du auch mit der Ball gefangen? Shiny Pandimos kann man natürlich auch mal mitnehmen.
dann hatte ich schon das nächste Shiny wieder. Genau, das ist ein anderes, nämlich auch nochmal Shiny Heatran mit 21,32, 15 KP. Leider keine 15 Angriff, aber würde ich auf jeden Fall, wenn es das beste Shiny wäre von den Shinies, die ich habe, von Heatran, würde ich es hochziehen. Denn ich wollte sowieso auch mal ein Heatran hochziehen. Dann gab es Einladungen natürlich wieder, X-Ray-Einladungen für die Brücke der Technik. Das nächste Regigigas kann kommen, ist ja immer noch in den X-Rays drin. Heute Abend müssten übrigens auch neue Einladungen rausgehen, 20 Uhr ungefähr. Und in 2 Tagen ist ja der 24. Da findet dann dieser X-Ray statt. Der nächste kommt aber auch, denke ich mal, wieder auch mit Regigigas. War kein Glückstausch, nur durch Zufall mit meinem Schatz. Selimaus hier also getauscht, ein Meltan mit, boah, passablen Werden nimmt man mal mit. Lustig, dass das gerade das Auge zu hat und das eben so eine so ein Lakritz-Schlängel ist. Und der Pushner, das müsste dann das Gegenstück dazu sein. Top, aber immer noch kein 100er. Ich habe schon 40 Mal die Box aufgemacht. Wie viele Boxen habt ihr schon aufgemacht bei Meltan? Und habt ihr einen 100er bekommen oder nicht? Ich habe auch einen 100er gehabt von Meltan. Ich habe das aber auch gar nicht mitbekommen. Erst als irgendwie wieder 20 Mal was geändert wurde an der App, habe ich irgendwann gesehen durch den 4-Sterne-Begriff, dass Meltan ich ein 100%iges auf der Hand habe. Das war sogar noch älter, da gab es die 4-Sterne gar nicht. Ich habe das auf jeden Fall beim Fangen nicht gemerkt, erst viel später irgendwann. Dann hier in der Themagruppe generell, Raider Mittwoch, wurde da reingepostet, tolle Videos, Rames, mach weiter so, also kommt wahrscheinlich auch immer gut an, von den Themaranern ist ja immer viel mit dabei. Hier die Blechgoldsau, kann man ja mal mitnehmen, mit einem Karadonis, mit einem 96er, Level geht so, 870, da geht noch einiges, aber eins der neueren Pokémon natürlich jetzt aus der 5. Generation, auch ein Kontinentales, das blaue. Das Gegenstück ist ja dann das Rote. Das Rote konntet ihr am Anfang sogar ganz kurzzeitig hier bei uns fangen. Da die das irgendwie vertauscht haben und haben aus Versehen die Roten in Europa spawnen lassen und die Blauen woanders, bis sie gemerkt haben, wir haben da schon wieder mal, wer hat den Praktikant schon wieder freigelassen, dass es ja anders sein muss, das Rote ja darüber gehört und das Blaue eben hierher. Seitdem ist das so. Bockwurst ging hier, Glücks-Pokémon, ein Heatran mit 98 und da braucht er sich nicht ärgern, dass er immer 98er bekommt. Er hätte auch richtig Schlechtes bekommen können, aber das wäre es auf jeden Fall wert hochzuziehen. Mein Bestes glaube ich immer noch ein 96er, normal. Hier ein 98er Glücks mit den 2 wichtigsten Werten auf 15 und verringerten Staubkosten zum Hochziehen würde ich sofort maxen. Cassiopeia hier mit einem Shiny Schwalbini hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Von der Schule aus vorbelastet, Shiny Taubsi, immer noch eins der Lieblings-Pokémon insgesamt in der Pokémon-Community. Tobi zeigt uns hier ein Shiny Snubbull und guckt ganz erschrocken einfach mal. Dann Bockwurst King zeigt uns nochmal ein Meme zum Red Warning und zur großen Bannwelle als Spezialquest. Die große Bannwelle 2020, Kapitel 1 von 3. Ignoriere 7 Tage in Folge deine rote Warnung, lösche 7 Freunde und fange in 7 Minuten 7 Taubsi oder Radfratz in 7 Ländern. Was überhaupt nicht möglich ist und möglich wäre, aber als Belohnung bekommt ihr dann natürlich die 30-Tage-Warnung. Das ist doch genial, probiert das mal aus. Nach 7 kommt nämlich 30, wie wir alle wissen. Dann Blechgoldsau mit einem Labras aus dem Feldforschungsdurchbruch. Angriffswert auf 15, die restlichen beiden auf 14, dürfte also auch ein 96er sein. Gefa trumpft jetzt auf, so zweites Handy ist jetzt auch am Start. Gefa der Kleine, wie gesagt, der Trend geht immer mehr hin zum 2. Account. Habt ihr auch mehrere Accounts und warum habt ihr mehrere Accounts? Schreibt's mal in die Kommentare. Bockwurst King, schade, wieder ein 96er. Praktibalk, da fehlt das K. Aber ist doch trotzdem für den Anfang ganz gut, dadurch, dass man das ja eh nicht wild fangen kann und eben auf Raids, Eier oder aufs Tauschen angewiesen ist. Deferis hier auch endlich mal eins der neuen Pokémon geschlüpft und sogar ein richtig seltenes, nämlich ein Flapterix.
Könnt ihr auch wild fangen, aber aus den Eiern habt ihr wahrscheinlich eine bessere Chance, da das eben sehr selten ist. Braucht auch nur 50 zum Entwickeln, kommt trotzdem, glaube ich, auf über 3000 WP oder so und sieht auf jeden Fall anders aus, ist auf jeden Fall auffällig, wenn ihr das mal in der Arena setzt. Dann haben wir noch was gefunden hier, ein Verkäufergespräch. Pokémon Mond Nintendo 3DS wird hier angeboten. Moin, ein wilder Käufer erscheint. Verkäufer schickt sich selbst in den Kampf. Käufer setzt Verhandlungsbasis ein. Sehr effektiv. Käufer setzt Preishalbierung ein. Abgewehrt. Käufer setzt letzte Preis ein. Sehr effektiv. Verkäufer verliert 5 Euro an Energie. Verkäufer setzt Abschluss ein. Der Käufer ist geflüchtet. Nein, Spaß nehme ich natürlich. Super, war jetzt eine Mischung aus Trainerkampf und Fang. Aber sehr lustig. Beste Verhandlung, die ich je hatte. Das ist doch natürlich mal witzig, wenn ihr da so originell an die Sache rangeht, ihr euch trotzdem am Ende einigen könnt, dabei noch Spaß habt. Es gibt also nicht nur Idioten bei eBay oder bei sonst was. Es gibt auch mal Menschen, die wirklich gut drauf sind und wo es trotzdem zum Abschluss kommt. Dann habt ihr hier noch vom Dragonite, läuft gleich mal erlösen, ein 100%ig erlöstes von Duster nach dem Erlösen, vorher natürlich noch nicht 100, aber dürfte ein, müsste ein 93er glaube ich sein, kriegt auf jeden Fall 2 dazu, überall ist dann ein 100er. Oder hier vom Alex Hoffi, gestern getauscht bekommen, endlich das erste 100% davon, keine Ahnung, auf jeden Fall ein 100%iges Alola Bullpix, was ihr eigentlich auch nur aus den Eiern bekommen könnt oder ganz frisch auch aus den Quests, wo es auch shiny sein kann, dann nicht mehr shiny sein konnte wegen einem Bug, jetzt wieder shiny sein kann, ganz aktuell, Meldung kam vorhin auch rein, es kann aus den Aufgaben wieder shiny sein, genau wie Sichlor, also haltet euch ran, gönnt euch Alola Vulpix Quests, wenn ihr noch keinen shiny habt natürlich. Ranger zeigt uns hier aus einem Ei und gleich entwickelt ein Servine. Natürlich noch nicht endentwickelt, denn wenn da der Community Day kommt, kann er da gleich noch die Special Community Day Attacke mitnehmen. Aber so kann man es erstmal mitnehmen, dass es eben noch bessere WP hat. Dragonite nochmal ziemlich merkelwürdig, zeigt uns hier einen Stop mit der guten Angie drauf. Da gehen wir aber gleich weiter, die wollen wir nicht sehen. Bobserob auch mit einem Shiny Pantimimi, wie gesagt, richtig selten. Robby, nutzlos aber okay, gönnt sich hier ein 100%iges Mankey für die Sammlung. Bobserob mit einem Shiny Enton, auch richtig genial natürlich, die Farbe, das fällt sofort auf. Auch passend sein Smiley dazu. Benjamin Engel, der hat mir noch was anderes geschickt, das habe ich aber hier rausgenommen. Aber ihr seht wenigstens sein 96er Glücks-Shiny Garados. Leider nur Angriff auf 13. Trotzdem 96er und ein gutes Glücks-Garados. Ich weiß gar nicht, ich habe auch mir ein Shiny Glücks-Garados gemacht, was aber relativ low war. Und ich habe damals ja schon das erste, was ich hatte, gleich beim ersten Wasser-Event hochgezogen, was ein Fehler war im Nachhinein betrachtet. Dragonite hier, saftige Raube mit 100% Hondio. Brownie, hast du schon ein gutes Shiny? Hat ja auch ein 98%iges Shiny Heatran. Ich natürlich nichts. Ich hatte bisher noch gar kein Shiny. Doch ich hatte dann ein Shiny zu dem Zeitpunkt, aber mein Bestes war 21,7. Und ihr wisst ja, 21,45 ist der 100er Wert. Hier seht ihr nochmal. Das war seins. Es ist sogar Wetter geboostet. Also nicht nur ein 98er, sondern ein 98er Wetter geboostetes. Was natürlich nochmal Staub spart und Bonbons, wenn ihr das hochzieht. Kenny hier, hui, was man nicht alles so beim Aufräumen findet, auch mit einem 96er Kryptohydropi, was eben auch zu einem 100er wird beim Erlösen. Hat hier also zwei Werte auf 14 noch. Fischi, erstes Shiny des Sea Days. Der war auch mit uns unterwegs natürlich am Sea Day. Und anstatt den Pinguin zu fangen, hat er sich erstmal Shiny Pandimos gegönnt. Dann Lift-Up Raider, am Anfang gab es noch einen Raid, bevor das C-Day losging, hat auch beim Rumstehen und Nichts machen einfach auf seinem Account noch einen Shiny Heatran bekommen, leider ohne Wetterboost. Dann ging es los in den C-Day rein, da zeigt uns der Robby kein Plinfer, aber trotzdem Shiny Yorklef, hat auch noch nicht jeder. Rotbrot hat währenddessen einfach mal hier ein Absol erlöst, hat ein 100%iges Absol bekommen, auch sehr gut, bei dem lohnen sich die Rocket Stops also immer mal. Dann zeigt uns der Kenny hier immer schön der Reihe nach eine ganze Reihe von Blinfer natürlich. 1, 2, 3, 4, 5. Hier unten ist noch ein sechstes. Unschön anzusehen auch. Er läuft natürlich mit
Lucario, denn er hat wenigstens ein gutes, nicht so wie ich habe kein gutes, deswegen muss ich immer noch warten. Ganz wichtig auch beim Entwickeln immer darauf achten, dass ihr auch GPS-Signal habt. Nicht das erste Mal, dass ich darauf reinfalle. Der hat nämlich einfach entwickelt, wollte also die Community Day-Attacke mitnehmen und dann ist das GPS weg gewesen und dadurch, dass das GPS gefehlt hat, hat es einfach die normale Attacke draufgeknallt, hat jetzt Lichtkanone als Stahlattacke, aber nicht die Aquahaubitze. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber gut, das war ein Level 30, ja. Mit 67% war wahrscheinlich eh nicht so wichtig, aber vielleicht war es ja ein Shiny und deswegen hat es entwickelt, kann ich jetzt hieran nicht genau erkennen. Kotbrot natürlich, hat ja auch ein Muschas gefangen während des Sea Days, hat sich dann ein Shiny Ausdoss gegönnt, hat das entwickelt. Mitchell hier mit einem 98er Praktibalk, wird also schon besser, aber immer noch nicht 15 Angriff. Wolle der Teufel auch hier mit einem 98er Impoleon, heißt das, genau. Kotbrot mit Fischi getauscht, gönnt sich gleich mal ein 100%iges Impoleon, also der macht's richtig, der räumt richtig ab, erst beim Absol, jetzt hier so, also der hat immer mega Luck. Deferis aus dem 2-Kilometer Ei, ein Watzapf gebrütet, was auch eins der neuen Pokémon ist, was ihr auch wieder mit 50 Bonbons entwickeln könnt. Und wenn ihr das schon mal in der Arena gesetzt habt, das ist so mickrig, das ist so klein, das sieht man gar nicht. Gefa zeigt uns hier, was der für Glück hatte. Der hat innerhalb von einer Minute einfach drei Shinies direkt hintereinander bekommen. Auch richtig geniale Sache. Bockwurst ging nochmal mit einem 98er Unratütox entwickelt. Das Unratütox ist doch das, die Vorstufe. Wie das jetzt heißt, weiß ich nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Muss ich natürlich auch noch entwickeln, aber auch sehr gute IV und sieht natürlich auch sehr genial aus. Sehr speziell auf jeden Fall. Stranger hier, 98er Roserade, Lucky, entwickelt auch sehr gutes Pokémon, richtig guter Pflanzen und auch Giftangreifer. Gefa beim Traden hier ein 100%iges Lucky Plinfa bekommen. Da könnte er wieder auf den Super Sea Day warten und sich dann ein 100er holen mit Sea Day Attacke. Da Groh, wenn man am Sea Day gleich viele legendäre Shinies fängt, 4 Raids, 3 Shinies, der hat also am Sea Day 3 Plinfa bekommen, aber auch 3 Heatran, bei dem war also Heatran Raid Day, könnte man denken. Vorbelastet, doch mit dem richtig geilen, heftigen Bild, das fand ich so toll. Dressing Room, ihr kennt das doch alle, wenn ihr euch umzieht oder so. Und dann seht ihr im Dressing Room, da ist einfach Dressing drin. Und die Frau sagt, ich zieh mir Glaub woanders um. Das ist so genial, vor allem hier auf Ranch. Kräuterwürzig, frische Kräuter und Kräuterwürzig nochmal von Kühne. Das Bild finde ich so genial, das würde ich am liebsten hier als Thumbnail reinpacken. Der Dressing Room, der kommt auf so einen Quatsch. Dann haben wir wieder mal einen neuen Stop bekommen. Deswegen haben wir auch wieder eine neue Arena dazu bekommen. Ihr seht, es wächst immer weiter. Bockwurst ging wieder mit einem 98er Firnontor. Der hat halt immer das Glück, aber wenigstens nicht 14, 14, 14, wie sonst, wenn das Glück bei ihm zuschlägt. Nägelmon hier mit einem Scharfax. Das ist die Weiterentwicklung also vom Milzer. Habt ihr schon einen Milzer? Schreibt es mal in die Kommentare. Das hat er sicherlich gebrütet und entwickelt, könnte ich denken. Deswegen hat er auch nur 4 Bonbons, weil sonst hätte er ja entweder 3 oder 6. Aber der hat das bestimmt mit den Bonbons, die er hat, entwickelt und schleppt das jetzt so mit rum. IV weiß ich leider nicht. Vielleicht hat er es einfach entwickelt, weil es das erste war. Oder es ist ein relativ gutes. Bockwurst King noch mit einem Shiny Feuerriegel. Eigentlich nichts Besonderes, ist ja ein Sea-Day-Pokémon. Gefa mit einem Shiny Plinfa, was Besonderes ist, da er das nämlich gebrütet hat. Ihr seht ja hier noch den Staub und die Bonbons wieder reinkommen, 5 Plinfa-Bonbons. Und ihr seht ja auch den Beweis, Plinfa ist geschlüpft um 2.53 Uhr. Juli auch hier mit einem 100% Mankey, nimm da gerne mit, Pokebohne, Shiny Zubat, Bobserob, Shiny Wablu, Bockwurst King mit einem 96er Kaumalat und fängt schon wieder das Heulen an, obwohl das trotzdem richtig selten, richtig gut ist, würde ich auf jeden Fall auch entwickeln. 15 Angriff, wichtig, hochziehen, draufhauen, sehr guter Drachenangreifer und vor allem auch Bodenangreifer gegen Heatran hat er natürlich hier alles umgemäht. Auf dem kleinen Account Shiny bei der Sally Maus auch noch ein Shiny Nagelotz. Dann bin ich ganz frisch heute mit meinem Kaumalat Best Buddy geworden. Der hat jetzt 4012 WP. Ihr seht ihr das nochmal. Level Up, C-Day und du seid jetzt beste Kumpel. Bockwurst King mit seinem dritten Alola Shiny Mauzi.
Puschner knapp vorbei, hat einen Meltan mit nur einem Punkt, einem Skillpoint, ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt, hat bei KP auf jeden Fall einen Punkt, richtig genial, ist auf jeden Fall auch selten, 0 wäre natürlich noch besser, aber 1 kann man auch mal mitnehmen und 1, was wieder knapp vorbei ist, aber diesmal in die andere Richtung, nämlich ein 96er als Gegenstück. Frank hat uns gezeigt, wie ein richtiges Nuller aussieht mit einem Roto-Murf. Sammelt ihr auch 0% IV-Pokémon, schreibt es mal in die Kommentare. Bockwurst King zum Abschluss, jetzt müssten wir gleich durch sein, noch ein Shiny Absol auf jeden Fall mitgenommen und der Kenny ganz frisch, das ist das letzte Bild aber jetzt vorhin an der Brücke der Technik, an der X-Raid Arena, wo man jetzt auch raiden kann, obwohl Einladungen raus sind, das haben sie jetzt auch wieder geändert, die Arena ist also nicht mehr blockiert, ihr könnt trotzdem an den Arenen, wo X-Raids raus sind, weiterhin raiden, weil weiterhin Raids erscheinen. Und da hat er sich einfach mal ein 100%iges Heatran gegönnt. Was ja nichts Besonderes ist, weil es hat ja schon jeder eins außer ich, würde ich auf jeden Fall hochziehen. Ich habe so viele Sonderbonbons schon wieder. Da würde ich gleich 50 draufknallen und das hochziehen. Kann ich leider nicht. Das war es aber jetzt von den Highlights der Woche. Gut, er würde sich freuen, wenn ich bei ihm 50 Bonbons draufgebe. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist nicht etwa meine blutige Hand, weil ich mir gerade am Bein gekratzt habe, während ich hier vorgelesen habe, habe ich einfach hier rumgewühlt, wo der Adi mich immer kratzt und plötzlich sehe ich, dass alles komplett blutig ist und denke mir, oh mein Gott, was ist geschehen? Nein, der Schocker der Woche kommt diesmal vom Benjamin Engel. Der hat nämlich was geschrieben gehabt mit 100% Shiny Radikal mit Partyhut und habe ich gesagt, ach erzähl doch nicht, das glaubt dir doch kein Mensch. Er hat es uns aber bewiesen und er hat das Bild extra geschickt. Nach dem letzten Livestream hat er uns ein Bild geschickt hier, 100% Shiny Radikal mit Partyhut. Das ist also richtig genial, das konntet ihr kurze Zeit aus den Raids bekommen. Da überhaupt einen Shiny zu bekommen, müsst ihr erstmal hinkriegen oder einen 100er zu bekommen, müsst ihr erstmal hinkriegen, aber ein 100er Shiny, fand ich richtig genial. Ist der erste und einzige, von dem ich das sehe, von dem ich das gekannt habe. 100% Heatran, auch als Shiny, habe ich schon öfters gesehen, aber 100% Shiny, Partyhut, Radikal, richtig genial. Das war's von meiner Seite aus. Ich bin schon wieder total blass. Nur weil ich jetzt das Rote gezeigt habe, hat sich die ganze Farbe von der Aufnahme wieder geändert. Richtig komisch. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.